Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. Schön, dass du auch heute zum vierten und damit letzten Teil unserer Reihe Grundlagen der Volkswirtschaftslehre vorbeischaust. Kleine Erinnerung, in den ersten beiden Teilen, erster und zweiter Teil, haben wir uns mit dem wirtschaftlichen Verhalten von einzelnen Personen, also von Individuen, beschäftigt. Im dritten Teil haben wir uns angeschaut, wie sich ganze Gruppen von Menschen verhalten können, wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Jetzt, im vierten Teil, möchte ich euch einige Grundsätze vorstellen, mit denen ihr im weiteren Verlauf schon eine ganze Menge erklären könnt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch den ersten wichtigen Begriff vorstellen. Und das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein langes Wort und wird deshalb häufig mit den drei Buchstaben BIP abgekürzt. Das Bruttoinlandsprodukt, BIP. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Güter, welche in einem Land pro Jahr hergestellt werden. Also die Summe aller Güter in einem Land pro Jahr. Nun, was sind aber Güter? Das ist die nächste Frage, die sich anschließt. Und Güter habe ich hier schon mal als weiteren wichtigen Begriff aufgeschrieben. Das sind alle Waren, aber auch Dienstleistungen, die eben in diesem Land hergestellt werden. Eine Ware kann beispielsweise ein Auto sein oder ein Computer oder auch ein Leibbrot, das beim Bäcker verkauft wird. Dienstleistungen sind etwas schwieriger zum Vorstellen. Dienstleistungen können beispielsweise der Service bei einem Friseur sein, wenn du dir die Haare schneiden lässt. Oder in einem Restaurant oder auch Hotel der Service, wenn du am Platz bedient wirst und dein Zimmer jedes Mal frisch aufgeräumt wird. Das sind Beispiele für Dienstleistungen. Aber zurück zum Bruttoinlandsprodukt. Warum hört man so häufig etwas vom Bruttoinlandsprodukt, wenn es um volkswirtschaftliche Themen geht? Nun, das Bruttoinlandsprodukt ist ein häufig genutztes Maß für den Lebensstandard in einem Land. Und der Lebensstandard, das ist natürlich eine Thematik, die ganz viele Leute betrifft und alle haben ein Interesse daran, dass ihr jeweiliger Lebensstandard sich im Laufe der Zeit erhöht. Wie aber kann das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ein Maß für den Lebensstandard sein? Schauen wir uns zunächst einmal eine Zahl an, die in diesem Zusammenhang ganz aktuell ist. Wir schauen uns das BIP von Deutschland im Jahr 2010 an. Dieses betrug 2.497 Milliarden Euro. Damit das hier hinpasst, habe ich in der Tabelle 2.497 und da steht Milliarden Euro insgesamt betragen. Nun, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Das können wir so gar nicht sagen. Das können wir erst dann sagen, wenn wir uns ein Verhältnis zu dieser Zahl herannehmen. Und in unserem Beispiel wollen wir einen Vergleich zum BIP Österreichs ziehen. Dieses betrug 286 Milliarden Euro im gleichen Jahr, nämlich 2010. Entschuldigung, ich habe mich verschrieben. Das muss natürlich 286 Milliarden Euro heißen. Wenn wir uns also diese beiden Zahlen zueinander vergleichen, dann sehen wir, dass das Deutsche viel, viel größer ist als das Österreichische, nämlich ungefähr 10-mal größer. Damit können wir sagen, also das Bruttoinlandsprodukt ist ungefähr 10-mal größer in Deutschland als in Österreich. Aber was hat das jetzt mit dem Lebensstandard zu tun? Sind die Österreicher jetzt 10-mal ärmer als die Deutschen? Nein, ganz sicherlich nicht. Um also die Aussagekraft dieser Zahlen etwas zu konkretisieren, verwendet man häufig eine Herabrechnung auf die Einwohnerzahl.
Und dadurch teilt man diese absolute gesamte Zahl durch die Anzahl von Einwohnern in diesem Land. Das habe ich schon mal vorbereitet und dann kommen folgende Werte heraus. Das Bruttoinlandsprodukt für einen Deutschen beträgt durchschnittlich 30.600 Euro. Bei den Österreichern sieht es etwas anders aus. Da ist der Pro-Kopf-Wert mit 33.900 Euro pro Kopf immerhin 10-mal größer, nämlich ungefähr 3.000 Euro ist die Differenz. Wir können also festhalten, dass hier in der Gesamtbetrachtung das deutsche Inlandsprodukt ungefähr 10-mal größer ist als das österreichische. Aber bei der Pro-Kopf-Betrachtung ist das österreichische ungefähr 10% größer als das deutsche. Wovon hängt also die Höhe dieses Bruttoinlandsproduktes in der Betrachtung der Gesamtheit ab? Eine ganz wesentliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Produktivität. Die Produktivität ist ein weiterer wichtiger Begriff. Mit Produktivität wird die Fähigkeit eines Landes bezeichnet, Arbeitsstücke pro Zeiteinheit, meistens pro Stunde, herzustellen. Also, wie viele Arbeitsstücke kann ein Land pro Stunde herstellen? In diesem Zusammenhang möchte ich euch also die achte Regel vorstellen. Und diese achte Regel lautet: Der Lebensstandard eines Landes hängt von seiner Produktivität ab. Nämlich je höher die Produktivität, umso höher wird der Lebensstandard in diesem Land sein. Davon unabhängig ist ein ganz anderes Phänomen und eine ganz andere Regel. Diese ist die neunte Regel und lautet: Zu viel Geld führt zu Inflation. Zu viel Geld führt zu Inflation. Nun, um diese Aussage verstehen zu können, muss man zunächst einmal wissen, was Inflation ist. Und weil Inflation ein häufig gebrauchtes Wort ist, gehört es zu unseren wichtigen Begriffen. Inflation ist nichts anderes als die Beschreibung des Phänomens, dass Geld keinen fixen Wert hat, sondern dass der Wert von Geld zu- oder abnehmen kann. Und nimmt dieser Wert des Geldes ab, dann spricht man von Inflation. Also Inflation entspricht einer Geldwertverringerung. Wie kann man sich das nun vorstellen? Das klingt ja alles sehr abstrakt. Aber du kannst dich sicherlich noch daran erinnern, an die guten alten Zeiten mit der deutschen Mark. Mit einer deutschen Mark konnte man in jener Zeit ziemlich genau eine Kugel Eis kaufen. Eine Kugel Eis hat eine Mark gekostet. Und das, übertragen auf die Euro-Werte, wäre dementsprechend 50 Cent pro Kugel Eis. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt schon, 50 Cent für eine Kugel Eis, das ist ja wunderbar. Bei mir zu Hause kostet die 60 oder 70 oder sogar 80 Cent. Daran kann man sehen, dass das Geld weniger wert geworden ist. Schließlich hat sich die Kugel Eis nicht wirklich verändert. Die ist grundsätzlich noch die gleiche wie, sagen wir, vor 10 Jahren. Aber das Geld, das du bezahlen musst, das hat sich erhöht, nämlich von 50 auf, sagen wir, 70 Cent pro Kugel Eis. Das Geld ist also weniger wert geworden. Welche Auswirkungen hat dieses Phänomen? Nun, stell dir vor, du hattest vor 10 Jahren 1000 D-Mark. Und weil eine Kugel Eis eben 1 Euro gekostet hat, hast du dir davon 1000 Kugeln Eis kaufen können. Jetzt hast du das angelegt, hast aber aus Einfachheitsgründen keine Zinsen dafür bekommen und heute kostet die Kugel Eis 70 Cent.
Du kannst dir also nicht mehr 1000 Kugeln, wie noch vor 10 Jahren, davon kaufen, sondern du kannst dir nur noch 714 Kugeln davon kaufen. Und woran liegt das? Richtig, das Geld ist nicht mehr so viel wert wie damals. Und genau dieses Phänomen nennen wir eben Inflation. Wir können vereinfacht an dieser Stelle zwei Regeln beachten, nämlich Inflation ist für all jene schlecht, die etwas gespart haben oder sparen wollen. Für alle anderen, die aber Schulden haben, ist die Inflation gut, denn ihre Schulden werden analog zum Geldwert auch weniger wert und der Betrag sinkt, den sie eben schulden. Fahren wir mit der letzten Regel fort, die Regel 10, die lautet, kurzfristig führt die Inflation, also die Geldentwertung, zu einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Nochmal, kurzfristig führt Inflation zu einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Wie kann das sein? Gerade eben haben wir ja gesagt, dass Inflation was grundsätzlich Unerwünschtes ist, weil es ja eben dein Geld entwertet. Aber in diesem Zusammenhang scheint Inflation ja doch einen positiven Aspekt zu beinhalten, nämlich diesen, dass die Arbeitslosigkeit sinken kann. Deshalb ist an diesem Satz ganz, ganz wichtig, das Wörtchen kurzfristig. Kurzfristig meint in diesem Zusammenhang einen Zeitraum von, sagen wir, 1, 2, vielleicht auch maximal 3 Jahren. Wichtig ist zu sehen, dass wir auf der einen Seite Inflation möglichst gering halten wollen, aber auch die Arbeitslosigkeit möchten wir gering halten. Und beides geht offensichtlich nach Regel 10 kurzfristig nicht. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang von einem Zielkonflikt. Zielkonflikte sind ein wichtiges Phänomen, denn ohne diese Zielkonflikte bräuchten wir die gesamte Lehre und Beschäftigung mit den Wirtschaftswissenschaften überhaupt nicht. Aber sie treten häufig auf und deshalb wollen wir Zielkonflikte als weiteren wichtigen Begriff einführen. Diesen Zielkonflikt zu Regel 10, der wird auch häufig mit der sogenannten Phillips-Kurve dargestellt. Wie die genau aufgebaut ist, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich möchte dir den Begriff schon jetzt sagen, dann weißt du ungefähr, worum es in diesem Zusammenhang geht. Wie wir gesehen haben, besteht ein Zielkonflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Würde jetzt die Macht über beides in einer Hand liegen, dann würde man ganz sicherlich keinen ordentlichen Ausgleich finden, denn eine Seite würde immer überwiegen. Aus diesem Grund hat man sich in Europa zumindest dazu entschlossen, die Inflationssteuerung in die Hand der unabhängigen Zentralbank zu geben. Seit es die Eurozone gibt, wacht die Europäische Zentralbank, die EZB, über das Ausmaß der Inflation. Ziel der EZB ist es, die Inflation bei ungefähr 2-3% pro Jahr zu begrenzen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch jemand dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit möglichst gering bleibt. Und das machen in aller Regel die Regierungen. Und die Regierungen haben dafür das Instrument der sogenannten Fiskalpolitik. Die EZB auf der anderen Seite, deren Politik wird als Geldpolitik bezeichnet. Und das sind auch unsere beiden letzten wichtigen Begriffe, die ich noch kurz aufschreiben möchte.
die Geldpolitik von den Zentralbanken. Ich schreibe mal die EZB als Beispiel auf. Und die Fiskalpolitik, da geht es um Steuern und Ähnliches, das von den Regierungen beschlossen wird. Und an dieser Stelle möchte ich dir gratulieren, denn du hast inzwischen die 10 wichtigsten Grundregeln der Volkswirtschaftslehre gelernt. Wie es weitergeht, das können wir dann in der weiteren Vertiefung sehen. Bis dahin, viele Grüße und erzählt doch auch euren Freunden von www.lyrelda.de.